Ja, also ich meine, Sie sind mir nicht verstanden, gell, Sie, gell, Sie? Wer kommt denn da? Herr Nötzli! Ja. Bist du überhaupt schon jemals zu spät heimgekommen? Aufgezogen und hast sie aus dem Schlaf geschreckt. Nein, ich bin wahrscheinlich immer, also wahrscheinlich ziemlich sicher, immer ein Mustergatter gsi. Wissen Sie, ich war nämlich vor Dingbub gsi. Ich hatte keine schöne Jugend. Ich bin von einem plötzlich zum anderen geschupft worden und gern hat mich niemand. Sie machen sich keinen Begriff, wie eine so eine freudlose Jugend das ganze Leben lang auf einem druckt. Und wenn man als Jung nicht weiss, was Liebe ist, dann weiss man später auch nicht. Und dann kommt es eben einmal noch letzt raus mit der Rige. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen eine Mitteilung zu machen habe. Ja, was denn? Ich bin wie... Oh, man muss absetzen dazu. Ich bin Direktor geworden. Frau Lempinger-Meyer, wäre es nicht besser, wenn ich Sie heiraten würde? Sie wollen mich heiraten? Aber... Ja, natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber ich dachte mir, vielleicht könnten wir zusammen das Gehalt einer Sekretärin sparen. Herr Stützli, Sie sind ein Genie. Ich heiße Hugo. Ich heiße Juliane. Juliane? Ja, aber ich kann Sei doch nicht... Sei beruhigt. Alle meine Männer sind ohne Vermögen in die Ehe eingetreten, aber als reiche Männer gestorben. Was fährst du denn, Schätzli? Schätzli, Schätzli, Schätzli! Sag mir doch nicht immer Schätzli! Ja, Schätzli. Aber natürlich, so ein Häferli, so ein Deckeli. Sie, ich bin kein Deckeli. Verräter! Verräter! Du bist ein Verräter! Du hast uns nie gesagt, dass du Klippen bist, Mr. Brown! Was passiert, wenn jemand trotzdem die Verbotsstraßen fährt? Das bedeutet bedingungslose Disqualifikation. Das ist Herrn Robustens Spezialität. Ja, also wenn einer mogeln will. Raus! Sie müssen mich verstehen, gell, Sie, gell, Sie? Sie sind eine dumme Plauderin. Was sagen Sie? Sie? Oh, erlauben Sie sich das nicht mehr. Eine, die nicht gelügt wie Sie, hätte überhaupt keinen Grund, an einen anderen Vorwürfe zu machen. Was kann ich dafür, dass Frauen so schurig auf mich stehen? Diese Sprünge sind etwas Feins. Das ist eben gerade das Lustige. Leck mir am Schöpfen. Der spinnt doch nicht schlecht. Prost. Auf all das, was du in deinem Leben verpasst. Kann auch Judo und Karate. Was? Aber Nötzli, das kann ich meinem besten Willen nicht glauben. Ich hab den schwarzen Gürtel. Nur für eine Stunde. Ich bin krank mit mir. Ich sterbe, Elend. Ich glaube, ich sterbe. Nö. Wie bitte? Nicht. Ich habe nur für mich geredet. Ich bin kein Wurm, den man nach Belieben krümmen kann. Doch leider habe ich mich von Ihnen zu lange krümmen lassen.
Aber jetzt ist es ausgekrümmt, ein für allemal, Sie kümmerlicher Klemmerlisacken. Sie, ich werde mich beschweren. Beschweren? Beschwerden ohne im Partierschalter 2. Stecken ab, ziehst du und den so. Adi miteinander. Warum glaubst du, habe ich dich zum Direktor gemacht? Du denkst an meine Mühe und Arbeit und Leistige? Mühe, Arbeit, Leistige? Mach dich doch nicht lächerlich, dem Minister zuliebe bist du befördert worden. Frau Ilse, seien Sie ehrlich zu mir. Das hier, das ist ein Kopf, oder? Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber wir haben dieses unschöne Wort hier im Hause immer ganz bewusst vermieden. Wir nennen uns ein Institut für gehobene Fantasien. Aufwachen! Ciao!